kommenden Herbst bekommt Klagenfurt eine zweite Universität. Das Landeskonservatorium wird zur Gustav Mahler Privatuniversität für Musik. Das steigert die Attraktivität als Bildungs-, als Kulturstandort. Es gibt jungen Menschen die Chance, akademisch ausgebildet in den Musikinstrumentalbereichen und in der Aufführungskunst tätig zu sein. Träger der Privatuniversität ist das Land Kärnten. Das Landesbudget hat das bereits eingepreist. Die Erhöhungen sind äußerst moderat. Sie betragen im höchsten Zeitpunkt 8% mehr, als es beim Konservatorium der Fall gewesen wären. Einmal Kosten von 330.000 Euro baulicher Natur und knapp 100.000 externer Kosten für den Akkreditierungsprozess. 4 Studiengänge werden insgesamt angeboten. Die Studiengänge basieren auf den Schwerpunkten der Universität: instrumentale Gesangspädagogik und die musikalische Aufführungskunst. Jeweils in diesen Schwerpunkten gibt es ein Bachelor- und ein Masterstudium. Der Bewerbungsprozess startet im Juni. Mit Oktober beginnt der reguläre Universitätsbetrieb mit vorerst 90 Studierenden.